Erfahren Sie etwas über die Interschick in Berlin, über den Beruf des Akustikers, die Meisterschaft im Langflossenschwimmen, über billigere Wochenendflüge und über deutsche Kultur in Krakau. Nicole Croisy besingt Un Pont de Souvenir. Franklin gegen sein Ego heißt eine neue Episode aus der Tony Randall Show um 18.20 Uhr. Franklin ist inzwischen so prominent, dass er über all den gesellschaftlichen Verpflichtungen fast Beruf und Familie vergisst. Um 19 Uhr heute. Selten genug kann sich in der deutschen Chanson- und Schlagerbranche ein Sänger über viele Jahre halten. Um 19.30 Uhr erleben Sie eine dieser Ausnahmen. Udo Jürgens, Ein Mann und seine Lieder. Hier ein kleiner Vorgeschmack. Baby, my mama would rock me in that cradle, in them old cotton fields back home. But when I came a bit older, my daddy would take me on his shoulder in them old cotton fields back home. 'Cause when that cotton bolts began rattling, you may pick a very much cotton in the old cotton fields back home. Way down in Louisiana, my mama would rock me into the cradle in the old cotton fields back home. Um 21 Uhr folgt das Heute-Journal. Unter dem Titel Der Drache reizt den Bären diskutiert ab 21.20 Uhr die Ost-West-Runde unter der Leitung von Bernd Niesen-Stockeby über chinesisch-sowjetische Spannungen. Im Studioprogramm Das kleine Fernsehspiel sehen Sie um 22.05 Uhr Skyline, die Geschichte eines Architekten, der an seinen idealistischen Vorstellungen scheitert, als er feststellt, nicht der Mensch, die Wirtschaftlichkeit ist das Maß fast aller Architektur. Wir beschließen unser Programm gegen 23.55 Uhr mit Nachrichten der Heute-Redaktion. Hier noch ein Hinweis, verehrte Zuschauer. Bei der derzeitigen Wetterlage kann es durch Überreichweiten fremder Sender zu Störungen kommen. Besonders betroffen sind davon die Sendegebiete in Norddeutschland. Bitte haben Sie Verständnis für diese technischen und atmosphärischen Tücken. Wir kommen nun wieder zum Studienprogramm Physik des ZDF. In den vorausgegangenen Beiträgen dieser Reihe haben wir in der Sprache der Physik Bewegungen beschrieben. Im Folgenden versuchen wir, die ihnen zugrunde liegenden Gesetzmäßigkeiten zu erklären. Im Mittelpunkt steht der Begriff Impuls, für den Physiker das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit eines Körpers. Im Zusammenhang damit steht ein grundlegendes Gesetz der Physik, der sogenannte Impulserhaltungssatz. Der kleine Modellschlepper hat es tatsächlich geschafft. Bevor wir diese Szene gedreht hatten, hörten wir manche skeptische Stimme. Denn schließlich weiß man, dass Körper sich dem Versuch, sie aus der Ruhe in Bewegung zu bringen, beharrlich widersetzen. Sind sie erst einmal in Bewegung, dann wollen sie es offensichtlich auch bleiben. Dem Kleinen ist anscheinend die Puste ausgegangen. Der Große bleibt aber in Bewegung und holt den Kleinen rasch ein. Körper widersetzen sich jeder Veränderung ihres Bewegungszustands. Dass das Schlauchboot ohne den Schlepper trotzdem mitten auf dem Teich zur Ruhe gekommen ist, liegt vorwiegend am Wasserwiderstand. Reale Bewegungen ohne hemmende Reibung gibt es nicht.
Wir wollen trotzdem bei unseren Überlegungen zunächst von Reibungswiderständen absehen und idealisierte Bewegungen betrachten. Reibung ist ein selbstständiges Phänomen, das wir hier zunächst nur ausklammern. Aber nun wollen wir das Schlauchboot ans Ufer holen. Das hält natürlich kein Wollfaden aus. Aber von dem kleinen Schlepper konnte man lernen, dass man so fest gar nicht zu ziehen braucht. Eile schadet hier nur. Jede Änderung des Geschwindigkeitsvektors, bezogen auf die Zeit, hatten wir Beschleunigung genannt. In diesem Sinne ist das Anhalten eine Beschleunigung. Ebenso wie das Anfahren. Aber auch jede Richtungsänderung ist eine Beschleunigung. Körper haben allgemein die Eigenschaft, sich Beschleunigungen zu widersetzen. Wir nennen diese Eigenschaft Trägheit. Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung, solange keine äußeren Einflüsse auf ihn einwirken. Die Luftkissenfahrbahn kennen wir noch aus unserer ersten Sendung. Auf ihr gleiten die Schlitten mit so geringer Reibung, dass wir sie vernachlässigen können. Das Gleiten kommt der idealisierten, reibungsfreien Bewegung schon recht nahe. Lassen wir zwei Schlitten so zusammenstoßen, dass sich eine Nadel an dem einen Schlitten in ein weiches Material am anderen Schlitten einbohrt, dann bleiben die Schlitten auch nach dem Zusammenstoß gekoppelt. Man spricht von einem unelastischen Stoß, wenn zwei Körper nach dem Zusammenprall miteinander verbunden bleiben. Mal gewinnt der eine Schlitten, mal der andere. Beide Schlitten sind träge. Aber anscheinend gewinnt immer der Schnellere, ohne Rücksicht darauf, ob er von links oder von rechts kommt. Wenn beide gleich schnell sind, kommen sie nach dem Stoß zur Ruhe. Über Standbilder halten wir die Positionen beider Schlitten zu zwei verschiedenen Zeitpunkten fest.
Beide Schlitten haben in der Zwischenzeit die gleiche Strecke zurückgelegt. Ihre Geschwindigkeit war folglich dem Betrage nach gleich. Lassen wir einen Verband aus zwei Schlitten mit einem einzelnen Schlitten zusammenstoßen, dann gewinnt trotz des gleichen Tempos beim Zusammenstoß der Verband aus zwei Schlitten. An den Standbildern erkennen Sie wieder, dass die Geschwindigkeiten beim Zusammenstoß dem Betrage nach wirklich gleich waren. Es ist offensichtlich nicht allein die Geschwindigkeit der zusammenstoßenden Körper, die den Ausgang des Versuchs beeinflusst. Wir haben gesehen, dass verschiedene Körper trotz ihrer entgegengesetzt gleichen Geschwindigkeit verschieden träge sein können. Es kann also nicht mehr genügen, nur die Bewegung von Körpern zu betrachten. Wir müssen auch die Trägheit eines Körpers beschreiben lernen. Wir erfassen die Trägheit eines Körpers mit dem Begriff Masse und suchen nun ein Messverfahren und eine Einheit für diese physikalische Größe. Unsere Stoßversuche, bei denen wir zwei Körper unelastisch zusammenstoßen lassen, liefern uns ein Verfahren, zwei Massen miteinander zu vergleichen. Dass dieses Verfahren für den Massenvergleich nicht in jedem Fall brauchbar ist, soll uns im Augenblick nicht stören. Körper haben neben der Trägheit die zweite Eigenschaft, sich wechselseitig anzuziehen. Diese Wechselwirkung hängt direkt mit der Masse der beteiligten Körper zusammen und liefert ein anderes Verfahren zum Massenvergleich. Bei dem von uns gefundenen Verfahren wollen wir so vorgehen. Wir lassen zwei Körper, deren Massen wir vergleichen wollen, mit entgegengesetzt gleicher Geschwindigkeit unelastisch aufeinanderprallen. Wir nennen die Masse M1 größer als M2, wenn die nach dem Zusammenprall verbundenen Körper mit der Gesamtmasse M1 plus M2 sich in der ursprünglichen Bewegungsrichtung von M1 bewegen. Wir nennen analog M2 größer als M1, wenn die nach dem Zusammenprall verbundenen Körper mit der Gesamtmasse M1 plus M2 sich in der ursprünglichen Bewegungsrichtung von M2 bewegen. Wir nennen M1 gleich M2, wenn beide Körper nach dem Zusammenprall zur Ruhe gekommen sind. Schaffen wir uns eine Standardmasse als Einheit, dann können wir jede Masse mit dieser Standardmasse vergleichen. Über eine solche Standardmasse hat man sich international geeinigt. Sie wird repräsentiert durch einen zylindrischen Körper aus einer Platinlegierung. Die Einheit heißt 1 Kilogramm. Bis um die Jahrhundertwende glaubte man, dass die Masse eine unveränderliche, individuelle Eigenschaft eines jeden Körpers sei, deren Größe unveränderlich ist. Albert Einstein zeigte dann, dass sich die Masse eines Körpers mit dessen Geschwindigkeit ändert. Allerdings ist die Änderung im Bereich der von uns betrachteten Geschwindigkeiten so klein, dass wir sie vernachlässigen wollen. Der Ausgang eines Stoßexperiments ist abhängig von den Massen und von den Geschwindigkeitsbeträgen. Suchen wir nach Geschwindigkeitsbeträgen, bei denen die Körper nach dem Zusammenstoß zur Ruhe kommen, stellt sich heraus, dass der einzelne Schlitten doppelt so schnell sein muss wie die beiden gekoppelten Schlitten. Im selben Zeitraum legt er die doppelte Strecke zurück.
Nun sollen zwei gekoppelte Schlitten einen Pulk von drei Schlitten durch einen unelastischen Stoß zur Ruhe bringen. Versuchen wir es zunächst wiederum mit zwei gleichen Geschwindigkeitsbeträgen. Es war zu erwarten, dass der Dreierpulk die beiden anderen Schlitten vor sich herschiebt. Hier zeigen wir Ihnen, dass die beiden Geschwindigkeitsbeträge gleich waren. Im selben Zeitraum wurden gleiche Strecken zurückgelegt. Jetzt waren die Geschwindigkeiten richtig gewählt. Die im selben Zeitraum zurückgelegten Strecken verhalten sich diesmal wie 3:2. Die Geschwindigkeiten vor dem Stoß verhielten sich folglich ebenfalls wie 3:2. Stöße auf einer Schiene sind natürlich Sonderfälle, denn beide Geschwindigkeitsvektoren liegen auf einer Geraden. Dieser Sonderfall heißt zentraler Stoß. Kommen zwei Massen nach einem unelastischen zentralen Stoß zur Ruhe, dann verhalten sich ihre Massen umgekehrt wie die Beträge ihrer Geschwindigkeiten. Wenn man nur den Betrag eines Vektors meint, stellt man das Vektorsymbol V mit Pfeil zwischen zwei senkrechte Striche. Die Situation vor dem Stoß wird dadurch vollständig beschrieben, dass wir zu beiden Körpern Masse und Geschwindigkeit angeben. Wenn wir nun M1 mit dem Betrag von V1 und M2 mit dem Betrag von V2 multiplizieren, dann können wir ein Gleichheitszeichen setzen. Jetzt haben wir die beiden Größen, die den Ausgang des Stoßversuchs bestimmen, zu einem Produkt zusammengefasst. Wir fassen sie auch zu einem Begriff zusammen und nennen das Produkt Impuls. Wir verwenden als Symbol den Buchstaben P. Der Impuls ist ein Vektor in der Richtung von V. Die Einheit des Impulses ergibt sich als Produkt der Einheiten von Masse und Geschwindigkeit. Es ist eine der grundlegendsten Erkenntnisse der Physik, dass sich in einem System, das keinerlei Einflüsse von außen erfährt, die Summe aller Impulse nicht verändert. Wir haben mit diesem Schlauchboot eine kleine technische Spielerei vor, die einige Konsequenzen aus dem Impulserhaltungssatz augenfällig macht. Im Schlauchboot steht nur eine Motorpumpe, die Wasser von hinten ansaugt und wieder nach hinten ausstößt. Im Prinzip funktioniert das so. Die angesaugten und die austretenden Wassermengen sind gleich. Das ist sofort einsichtig, wenn man bedenkt, dass innerhalb des Rohrsystems Wasser weder hinzukommt noch verloren geht. Im Ansaugteil strömt Wasser mit der Masse m und der Geschwindigkeit v zur Pumpe. Gleichzeitig strömt im anderen Rohr Wasser mit der Masse m und der Geschwindigkeit minus v zur Austrittsöffnung. Das zur Pumpe strömende Wasser hat den Impuls P1 gleich P. Das von der Pumpe wegströmende den Impuls P2 gleich minus P. Betrachten wir das Boot einschließlich des umlaufenden Wassers als abgeschlossenes System, dann können wir den Impulserhaltungssatz darauf anwenden und danach fragen, welchen Gesamtimpuls dieses System hat. Da P1 und P2 entgegengesetzt gleich sind, ist der Gesamtimpuls des Bootes P3 gleich 0. Wir erwarten,
dass das Boot sich trotz laufender Pumpe nicht von der Stelle bewegt. Wir finden unsere Erwartung bestätigt. Das Boot bewegt sich nicht von der Stelle. Sorgen wir nun dafür, dass bei unveränderten Massen M1 und M2 der Betrag von V2 größer wird als der Betrag von V1. Dann wird der Betrag von P2 größer als der Betrag von P1. Nach dem Impulserhaltungssatz ist aber nach wie vor die Summe der Impulse gleich 0. Das bedeutet aber, dass nun P3 größer als 0 sein muss. Das Boot wird sich vorwärts bewegen. Die größere Austrittsgeschwindigkeit erreichen wir dadurch, dass wir dem Austrittsrohr einen kleineren Querschnitt und dem Ansaugrohr einen größeren Querschnitt geben. Wir verändern auch die Länge der Rohrsysteme, um sicherzustellen, dass M1 nach wie vor gleich M2 ist. Auch unsere zweite Erwartung hat sich bestätigt. Der Impulserhaltungssatz liegt auch dem Antriebssystem einer Rakete zugrunde. Dass eine Rakete funktioniert, liegt nicht daran, dass sich der Schubstrahl an irgendetwas abstößt. Schließlich funktioniert eine Rakete auch im Weltall, wo sie keine Möglichkeit hat, sich irgendwo abzustoßen. Dass es nicht auf das Abstoßen ankommt, sondern nur auf die Impulserhaltung, zeigt Ihnen unser Schlauchboot.
Auch wenn der austretende Strahl nicht mehr unter Wasser liegt, fährt das Boot vorwärts. Lassen wir nun den Impuls des angesaugten Wassers, P1, größer werden als den Impuls des austretenden Wassers, P2, dann muss entsprechend unserer vorherigen Überlegung P3 größer als 0 sein und in die Richtung von P2 weisen. Wir erwarten, dass sich das Boot nun rückwärts bewegt. Wir erreichen das durch Austausch der Rohrleitungen. Anscheinend lässt sich die Pumpe nicht mehr abschalten. Die Manövrierfähigkeit des Schlauchbootes bleibt dank unserer Kenntnis vom Impulserhaltungssatz doch erhalten. Impuls war abhängig von Masse und Geschwindigkeit. Wenn man die Masse nicht verändern kann, verändert man die Geschwindigkeit. Wir erinnern uns jetzt auch wieder daran, dass der Impuls ein Vektor ist. Durch Ändern des Betrages und durch Ändern der Richtung kann das Schlauchboot beliebig dirigiert werden. Allerdings nur, solange die Pumpe funktioniert. Was würden Sie in dieser Situation denn jetzt tun? Durchschauen Sie die Absicht? Das Wegwerfen von Gegenständen in einer Richtung bewirkt immer einen Impuls des Werfers in die entgegengesetzte Richtung.
einer Rakete wird der Treibstoff mit sehr großer Austrittsgeschwindigkeit nach hinten geschleudert. Um diese große Austrittsgeschwindigkeit zu erreichen, verbrennt man den Treibstoff in einer Brennkammer. Während pro Zeiteinheit eine konstante Menge verbrannten Treibstoffs mit sehr großer Geschwindigkeit nach hinten austritt, verringert sich ständig die Masse der Rakete. In jedem Augenblick aber ist der Impuls der Rakete und der Impuls der austretenden Gase entgegengesetzt gleich. Geschwindigkeit, Beschleunigung, Trägheit, Masse und Impuls waren die zentralen Begriffe der zurückliegenden vier Sendungen. Zum Schluss zeigen wir Ihnen noch ein nicht nachahmenswertes Beispiel, bei dem alle diese Begriffe miteinander in Beziehung stehen. Zu dieser Reihe ist ein Begleitbuch erschienen, das sich in seinen Kapiteln an den Aufbau dieses Studienprogramms anlehnt. Es trägt den Titel Einführung in die Physik und wurde von der Verlagsgesellschaft Schulfernsehen in Köln herausgebracht. Guten Tag, meine Damen und Herren. In Washington haben vor einer Stunde die ägyptisch-israelischen Friedensverhandlungen mit einem Empfang der Delegationen durch Präsident Carter im Weißen Haus begonnen. Die eigentlichen Verhandlungen sollen in dieser Stunde im Gästehaus der amerikanischen Regierung, dem Blair House, aufgenommen werden. Es liegt dem Amtssitz des Präsidenten unmittelbar gegenüber. Vor den Verhandlungen hatte Carter die Leiter der ägyptischen Delegation zu einem Vorgespräch empfangen. Es sind Außenminister Ghali und Verteidigungsminister Hassan Ali. Beide Minister wurden von Präsident Sadat ermächtigt, alle Details auszuhandeln. Das israelische Kabinett hat heute auf einer Sondersitzung über die Lage in Libanon beraten. Mehrere Mitglieder der Regierung Begin haben offen die Befürchtung geäußert, dass die Syrer vor einem neuen Großangriff auf die christlichen Milizen stehen. Dicke Rauchwolken über dem Himmel von Beirut zeigen schon von weitem die Zerstörungen durch die wieder aufgeflammten Kämpfe an. Betroffen sind vor allem Versorgungseinrichtungen im Christenviertel. Viele Tanklager sind, wie dieses Foto zeigt, nur noch ein Trümmerhaufen. Immer schwerer wird auch der Einsatz der Roten Kreuzhelfer. Der Mangel an Medikamenten macht sich zunehmend bemerkbar. Vom Roten Kreuz wurden inzwischen Blutplasma nach Beirut geflogen. Frankreich hat ein komplettes Lazarett nach Beirut geschickt. Die Bevölkerung in den zerschossenen Stadtteilen Beiruts wurde aufgefordert, Trinkwasser nur von den angegebenen Wasserwagen zu holen. Das in den Leitungen befindliche Wasser ist zum Teil verseucht. In Tokio ist Bundeskanzler Schmidt zum zweiten Mal mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fukuda zusammengetroffen. Es ging ausschließlich um Wirtschafts- und Währungsfragen. Schmidt und Fukuda stellten übereinstimmend fest, dass weitere Anstrengungen notwendig seien,
um die weltwirtschaftlichen Schwierigkeiten zu überwinden und die internationalen Währungsbeziehungen zu stabilisieren. Dies sei jedoch kurzfristig nicht zu lösen. Daher solle die Währungspolitik im Mittelpunkt des nächsten Weltwirtschaftsgipfels stehen, der vermutlich im Sommer nächsten Jahres in Tokio stattfindet. Protokollarischer Höhepunkt des Staatsbesuches von Bundeskanzler Schmidt, ein Empfang durch den japanischen Kaiser Hirohito. An der Audienz im kaiserlichen Palast nahm auch Kaiserin Nagako und die Frau des Bundeskanzlers teil. Der 77-jährige japanische Monarch gab seinen deutschen Gästen zu Ehren ein Bankett. Als Geschenk hatte Bundeskanzler Schmidt dem japanischen Kaiser Nymphenburger Porzellanfiguren mitgebracht. An den Devisenbörsen in Japan und in der Bundesrepublik ist der amerikanische Dollar weiter gefallen. In Frankfurt erreichte der amtliche Mittelkurs mit 1,862 Mark für einen Dollar einen neuen Tiefstand. Gestern lag er noch bei 1,880 Mark. Das Geschäft an der Frankfurter Devisenbörse verlief hektisch. Bereits am Morgen hatte der Kursverfall des Dollar begonnen. Die Bundesbank kaufte bei der amtlichen Kursfestsetzung knapp 4,5 Millionen Dollar auf, um den Kurssturz zu bremsen. Die innerdeutschen Verkehrsverhandlungen sollen am Donnerstag kommender Woche in Ost-Berlin fortgesetzt werden. Das teilte der ständige Vertreter Bonns, Staatssekretär Gauss, heute nach der 12. Gesprächsrunde mit. Bei den Verhandlungen geht es um eine Verbesserung des Verkehrs zwischen West-Berlin und dem Bundesgebiet. Im Berliner Abgeordnetenhaus hat die in der Opposition stehende CDU heute in einer Aktuellen Stunde den SPD-FDP-Senat nach seiner Auslegung des radikalen Beschlusses gefragt. Hauptredner in der Debatte waren Oppositionsführer Lumme und der regierende Bürgermeister Stoppe. Zunächst Lumme. Denn es scheint notwendig, dass die Schüler wissen, wo die Parteien stehen. Zählt das Gesetz, nachdem ein Gericht ein Urteil gesprochen hat? Oder zählt das Wort mancher Politiker, die sich davon distanzieren? Gibt es einen Senator, der die Schüler darüber aufgeklärt hat, dass sie sich auf einem politischen Irrweg befinden, wenn sie gegen dieses Urteil opponieren? Man lässt sie offensichtlich im Ungewissen. Und auch die betroffenen Personen, meine Damen und Herren, müssen doch wissen, woran sie sind, wenn sie sich für den öffentlichen Dienst bewerben oder in diesem tätig sind. Es wäre ein verhängnisvoller Fehler unserer Demokratie, wenn wir diesen politisch-historischen Lernprozess aus Weimar gewissermaßen bei den Paragraphen unseres öffentlichen Dienstrechts zu Ende gehen lassen würden, als gäbe es nun nichts mehr zu bedenken. Wer die streitbare Demokratie will, wer die abwehrbereite Demokratie will, der muss zuallererst dafür sorgen, dass eine neue Generation von streitbaren Demokraten heranwächst. Der radikale Beschluss stand heute auch in Duisburg auf dem Bundesdelegiertentag der Polizeigewerkschaft im Beamtenbund zur Debatte. Hierzu der Vorsitzende des Beamtenbundes, Krause. Als unvereinbar mit den klaren Rechtsgrundlagen kritisiert der Deutsche Beamtenbund beispielsweise die vom stellvertretenden SPD-Vorsitzenden und Bremer Bürgermeister Koschnick sowie vom Hamburger Bürgermeister Klose vertretene Auffassung, man könne die Überprüfung der Verfassungstreue auf den sicherheitsempfindlichen Bereich des öffentlichen Dienstes beschränken. Eine, so haben wir es ausgedrückt, gefährliche geistige Verwirrung wird durch die Bemerkung auch von Klose ausgelöst, 20 Kommunisten im öffentlichen Dienst seien besser als 200.000 verunsicherte junge Leute. Bundesverkehrsminister Gscheidler hat eine stärkere und frühzeitigere Beteiligung der Bürger bei der Planung von Straßenbauprojekten gefordert. Diese Vorhaben seien dann schneller, funktionsgerechter und umweltfreundlich zu verwirklichen. Wenn man in der Vergangenheit rechtzeitig auf Bürgerwünsche eingegangen wäre, hätten sich wahrscheinlich viele gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden lassen, erklärte der Minister auf dem Deutschen Straßenkongress in Hamburg. In Kassel fand heute ein Festakt zum 25-jährigen Bestehen des Bundesarbeitsgerichts statt. An der Feier nahmen neben Bundespräsident Scheel führende Vertreter aus Politik und Justiz, der Wirtschaft und Gewerkschaften teil. Bundesarbeitsminister Ehrenberg wandte sich dabei gegen eine gesetzliche Regelung der Aussperrung. Dieses zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften umstrittene Problem sollten die Tarifpartner miteinander aufgrund ungeschriebener Gesetze regeln. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Bender erklärte dagegen, die Gesetzgebung müsse die soziale Frage immer neu definieren.
Die Sozialstaatsklausel ist keine Formel, die zum Klassenkampf aufruft, sondern sie ist ein Appell zur Partnerschaft, die bei unterschiedlichen Meinungen und Interessen Konflikte nicht ausschließt, aber zu deren Bewältigung in den Formen des Rechtsstaates beitragen kann und beitragen will. Soziale Gerechtigkeit immer neu zu definieren, ist Aufgabe des Gesetzgebers, der hierbei ganz wesentlich auf die Hilfe der sozialen Gruppen und ihrer Organisation angewiesen ist. Zusammen mit dem ganzen Wertsystem des Grundgesetzes weist die Sozialstaatsklausel auf die Lösung, welche die Freiheit des Einzelnen achtet, aber zugleich die Belange der Allgemeinheit sieht und sichert. Und hier weitere Meldungen. Brüssel. König Baudouin von Belgien hat nach dem Sturz der Regierung Tindemans Gespräche mit den wichtigsten Parteien über die Bildung eines neuen Kabinetts aufgenommen. Neuwahlen werden zurzeit ausgeschlossen. Brighton. Auf dem Parteitag der britischen Konservativen hat der frühere Premierminister Heath hier mit der Parteivorsitzenden Thatcher die von der Labour-Regierung verfolgte Politik einer Lohnbegrenzung gutgeheißen. Die Konservativen sprachen sich gleichzeitig gegen staatliche Eingriffe in die Industrie aus. Belfast. Bei einem Bombenanschlag auf einen Zug in Nordirland sind eine Frau getötet und mehrere Personen verletzt worden. Der Zug war auf dem Weg von Dublin nach Belfast. Bei der Einfahrt in einen Vorortbahnhof explodierte die erste Bombe. Kurz danach zündeten zwei weitere Sprengsätze. Drei von...